Willkommen zu Full Mojo Rampage, einem Roguelike-Light, vergleichbar mit The Binding of Isaac, aber ich habe auch schon Leute gesehen gehabt, die das Ganze mit Torchlight 2 und Alien Swarm verglichen haben, und das ist leicht ungewohnt. Dieses Spiel ist schon seit längerer Zeit auf dem Markt, aber ursprünglich als Early Access Spiel, ist jetzt seit längerer Zeit auch schon wiederum als volles Spiel vorhanden, und als Fan dieses Genres bin ich sehr gespannt, was sich dahinter verbirgt, denn gerade dieses Setting ist sehr ungewohnt. Das Spiel kann man theoretisch auch online Koop spielen, nur gibt es nicht allzu viele Leute, die das Spiel noch spielen. Aber man kann das Spiel auch ohne Probleme im Singleplayer spielen. Select Quest, dann lass mal ganz kurz gucken. Okay, das sind weitere Quests, die man freischaltet, keine Alternativen. Quest 1, Don't Drink and Summon. Baron Samedi drank too much and he opened portals to the dark side. It's your duty to fix things and close the portals. If you do, you will gain Samedi's favor and earn a powerful ally. Customize your character. Wichtig zu wissen ist, es ist wieder ein Spiel, wo man, umso mehr man spielt, umso häufiger man dieses Spiel durchspielt oder versucht zumindest, kann man weitere Sachen freischalten. Dementsprechend sieht man, wir sind hier Level 0 oder wir sind Level 1 und wir müssen 500 Erfahrungen sammeln, um das nächste Level Up zu erreichen. 200 Health, 15 Stärke, 7 Speed und 4 Attack Rate. Dann haben wir hier Pins, die vermutlich irgendwelche Auswirkungen haben. Wir hatten ja zumindest schon mal diese Voodoo-Puppe im Intro gesehen gehabt. Und ich gehe davon aus, dass das auch irgendwelche Auswirkungen haben wird. Wir haben unterschiedliche Masken. Mask of Voodoo Keepers and Apprentice. Ist das rein kosmetisch? Es scheint so der Fall zu sein. Und dann haben wir diese Karten. Samedi's Joy, fill your Rampage Bar to make Baron Samedi come to your aid. Dodge is a spell, evade in the direction you are moving. Voodoo Bomb, ebenfalls Spell, shoot a bomb in the direction of your cursor. Mhm. Ah, okay, die muss man auch erstmal freischalten, aber man könnte theoretisch schon sehen, was sich dort hinter verbirgt. Also die haben immer schon bei ein passiven und zwei aktive Skills. Ja, okay, wir haben keine Alternative, also nehmen wir unseren Baron, the Lord of Death and Lord of Resurrection. Baron Samedi is a real badass. He is a powerful wizard who is experienced in the matters of love. Okay, Lord of Death, oder so Lord of Death, Lord of Destruction und hat auch noch experience in the matter of love. Okay, komische Kombination, funktioniert aber. Baron Samedi drank too much, left open. Okay, das ist genau das, was wir hatten. Samedi favor and power for Allah. Explore each zone to fix this and find supplies to be prepared for anything. Und da starten wir in einem interessanten Punkt. Travel here. Ich hoffe, dass es wirklich das einfach der Startpunkt ist. Okay, und ich sehe bereits, warum Leute das mit Torchlight vergleichen. Steuerung mit WSAD und mit der Maus scheinbar zum Zielen. Ich gehe mal. Okay, so schießt man. So. Quest received. The quest is level to destroy all portals. Use indicator arrow on the screen to find the portals and destroy them. Okay. Close portals sind zwei Stück. Und da kommt auch schon die Bagage auf uns zugelaufen. Hoha. Aber mit dem Basic Spurs ist gut machbar. So, Space für Dodge und Rechttaste für die Voodoo Bomb.
Gibt es irgendwie Mana, auf die ich achten? Wow, müsste. Das sehe ich zumindest jetzt gerade erstmal nicht so. Das Schöne ist, was man auch in der oberen Ecke hier sehen kann, Player 2 kann jederzeit dazu springen. Er müsste nur Start drücken. So, ich denke, dass Spells in erster Linie nur auf Cooldown sind. Es scheint zumindest keinen anderen Punkt zu geben. Der Drecksack hört nicht auf, rückwärts zu laufen. Okay, ich will gleich mal den Dodge-Spell ausprobieren, einfach um zu sehen, was sich dahinter verbirgt. Oh, da gibt es einen Drecksack, der Leute heilen kann. Das ist wiederum nicht cool. Das heißt, du gehst als Erster drauf. Vielen Dank. RIP. In schönen Farben. So, wir gehen natürlich nach unten weiter. Und ich mache mal ganz kurz den... Ah, das ist wirklich eine ganz simple Rolle. Okay. So. Simple Skeletons. Aber ich gehe mal davon aus, dass man bei so Cemetery nicht allzu viel am Anfang erwarten dürfte. Ich gehe mal davon aus, dass einer der großen Gegner dann halt der große Gegner aus dem Intro sein wird. So, wir haben bisher drei unterschiedliche Arten kennengelernt. Die diese komischen Feuerball irgendwo ins Nirgendwo ballern. Die Gigant... Oh, was ist das da? Die Standard und die Heiler. So, Mojo picked up. You have equipped your first Mojo. Mojo can be equipped, providing useful magical property or can be sold for a profit. Okay, wie can be equipped? Wie kann ich Sachen... Oh, und Elemental Wand. Shoots projectiles that damage everything in their path. So, also einfach rüberlaufen. Okay. Wie kann ich jetzt hingehen und das anlegen? Matthias Sonduno Gonchant. Multi-usable. Heißt das multi-usable? Ja, scheinbar. This Kenzo's Melody will burn nearby enemies. Okay, das macht der Standard so. Und wir haben auch scheinbar das Standard automatisch angelegt. Oh. Das ist interessant. Aber es hat nur begrenzte Nutzung. Oh, da sollten wir vielleicht aufpassen. So, hier geht's rein. Und das ist schon wieder interessant. Ja, diese Homing-Fähigkeit ist sehr cool und vor allem auch relativ stark scheinbar. Also zum Beispiel, ich brauche nur einen, oder auch nicht, ich muss mehr als einen schießen. Ich dachte, das ist einer, oh, oh hi. Und da kommt schon der erste dicke Gegner. Aber alles noch übersichtlich. Yes, yes, you're doing fine, boy. Ja, wir füllen nämlich langsam unseren Balken. Und ich gehe mal ganz kurz hin, kümmere mich um den Drecksack. Oh. Oh, oh, oh. Und das hat mir super viel Schaden gemacht. Das hat mich leicht überrascht. Also das ist vermutlich so ein bisschen der Punkt des Spiels auch, dass man halt sehr schnell drauf geht. Oh, und da habe ich schon wieder die Waffe verloren gehabt. Also, man kann definitiv Sachen finden und da sehe ich jetzt auch den Übergang zu Torchlight. Okay, ich würde es aber jetzt sagen, wir konzentrieren uns gleich mal darauf, das eine Portal zuzumachen. Also wirklich interessant zu sehen, was für Eingänge hier überall, oh hi, dazukommen und... Allgemein, es ist ein sehr interessanter Mix. Ah, ich will dich doch nur besiegen. Ja, aber jetzt schon so kommen so nach und nach neue Gegner und das war schon so der... Die erste Frage, die ich hatte, aber die wurde sehr schnell beantwortet. Hier gibt es mehr Gegner als das, was man am Anfang gesehen hatte. Okay. Gaben. Mhm. Mojo, we are all waiting for three. Ha! Okay, das sind einfache Türme, die man nur kaputt machen soll. Und wir werden mit einer Medaille belohnt. You have picked up your first metal. Medals are rare items that can be used on the character's customization screen to unlock lore, spells and masks. Okay, also eine einfache Währung. Das ist definitiv wieder ein Spiel, wie sie im Endeffekt alle so sind, wo man das Spiel immer und immer wieder spielen muss, um neue Sachen zu bekommen oder ähnliches. Oh, eine Kiste, die man nicht einfach so aufmacht. Man muss wirklich die Taste länger gedrückt halten. Also wir müssen erstmal den Rotz hier entfernen. Okay. Okay, Geld. So, ich würde sagen, wir konzentrieren uns aber ganz bewusst erstmal auf diese Portale, denn ich bin gespannt, ob das überhaupt clever ist, wirklich nur hinzugehen und auf die Portale loszugehen.
Oder ob es tatsächlich cleverer wäre, immer zu gucken. Au. Auch halt diese ganzen Nebensachen zu machen, hoffen, da irgendwelche Sachen zu bekommen, um halt stärker zu werden. Okay, die Minimap zeigt immerhin an, von wo Gegner kommen. Oh, hi. Oh, Bonbon oder ähnliches. Ah, und da sehe ich jetzt auch, ich dachte, das wäre diese Gegenstände, die wir im Inventar haben, ich dachte, das wären passive Sachen. Verbrennt Gegner in der Nähe sind. Nope, das sind Sachen, die man mit den Tasten 1, 2 und 3 benutzen kann. So, und ich habe jetzt noch eine Alternativsache bekommen gehabt, wo ich erstmal gucken muss, was es ist. So, Burn auf 1 und 2. Each lower gift has a powerful special effect. Oh boy. So, gucken wir mal, ob wir von hier aus... Oh, und jetzt haben wir einen, der 2 auf einmal verschießt. Nur wieder so einen dicken. Aber der ist interessanterweise diesmal nicht andersfarbig. So, erstmal wieder um den Drecksack kümmern, bevor der hier mir irgendwas zu viel macht. Ich habe jetzt schon wieder was bekommen auf der 3 jetzt. Und zwar 50% Health. Sehr schön. Und die Sache ist, das Ganze geht sogar auf Zeit. Quest completed. Good job, you have finished the first quest. Follow the indicator arrow on the screen to show the way to the exit from the level. Alternatively, you can keep exploring the level to find vendors, shrines and other things you may have missed along the way. Also man kann theoretisch scheinbar sich komplett auf die Quest konzentrieren, hat aber immer noch die Möglichkeit, Alternativsachen zu machen. Obwohl es immer noch nicht die Frage beantwortet, ob es clever ist, sowas zu machen. Denn gerade halt diese ganzen Verkäufer, vielleicht bringen die einem Sachen dauerhaft. Dass man wirklich sagt, hey, ich kriege jetzt hier irgendwas, was ich in den nächsten Spielzügen vielleicht gebrauchen kann. Oder sogar halt jetzt einen schon stärker macht. Dauerhaft vor allem. Und ich hatte jetzt zum Beispiel hier wie dieser Zauberstab, der jetzt schon wieder weg ist. Das ist eine coole Idee. Aber es ist schade, denn man gewöhnt sich an gewisse Sachen. Oh Gott, ist der schlecht. Okay, jetzt kann ich wiederum sagen, ist okay, dass wir die Sachen verlieren. Aber da wäre es natürlich auch schön, wenn man einfach sagen würde, hey, ich könnte selber auswählen. Hey, ist der gut? Nein, okay, dann schmeiße ich ihn weg, verkaufe ihn oder was auch immer. Aber das soll nun mal so ein bisschen der Reiz sein. Gewisse Abwechslungen. Die aber temporär nur sind. So, ich würde sagen, bevor wir uns jetzt wieder nach Hause begeben, das irgendwo da unten ist. Ist das der Weg? Nope, der geht dahin weiter. Ich würde mal sagen, wir gehen hier rein, okay. Das ist ein reiner Händler. Mal gucken, wie viel Geld haben wir. 111. Hi, Traveler. Did you know you can sell objects by dropping them on the well? Oh, this could be useful. Okay, also es könnte also dann hingehen und das da hinschmeißen. Alles klar. Das Schöne ist, Mouse over ohne Probleme. Plus 1 Damage. Was ist das? Das ist ein Mojo. Also man würde das hier hin tun. Increase the critical chance, but decreases the effectiveness of any source of feeling on your own. Ah, also schon ein paar sehr interessante Sachen am Start. Ich gehe mal ganz bewusst hin und nehme den da mit. Okay, ich würde aber sagen, wir gucken uns trotzdem noch eine Alternative an. Hier oben einfach, um zu sehen, was sich dort noch verbirgt. Oh, ein Schrein. Someone is in my shrine. We know. We something for you. This Talaman is for you. You shall be its keeper. Mojo, every amulet crafted by Dambala has powerful properties. Health on kill plus 10% und Spell Damage plus 1. Das klingt natürlich schon mal ganz cool, aber das Problem ist, wir haben nicht genug Platz. So, ich würde sagen, damit können wir das hier austauschen. Einfach weil das halt nur plus 10 Heilung gibt. Was vermutlich in der Kombination ganz toll ist, aber ich sage, ich nehme lieber diese 10% an Heilung. Was immerhin 20 wären, ne? Und plus ein Spell und ein normaler Schaden. Was ist denn der Unterschied? In der Hinsicht dann, weil bisher haben wir ja immer nur mit unserem Zauberstab geschossen. Also man könnte sagen, ey, das ist der Schaden, aber jetzt, wo man Spell Damage sieht, ist das wiederum Spell Damage? Keine Ahnung.
Okay, wir haben uns mal zwei Sachen angeguckt. Also würde ich sagen, gehen wir über Richtung Exit, das irgendwie hier unten sein soll. Noch eine Kiste. Nochmal ein Medal. Sehr schön. Ich glaube, man braucht auch zwei, um die ersten Sachen zu anlocken oder freizuschalten auf Deutsch. Zu bleiben. Ich habe 868 Schüsse verballert? Was? Okay. Enemies killed 99. Also mal eine allgemeine Statistik. So. Every lore has a weak point and minus drinking. Ha. So, jetzt können wir weitergehen. Travel, travel hier. Mal gucken wir mal ganz kurz. Event. Was ist das hier unten? Okay, wieder das Cemetery. Da werden wir natürlich vorher zum Event gehen. Einfach um zu gucken, was es ist. Hello, Sumner. I have a special deal for you. A unique opportunity. Only valid today. You can get 100.000 gold coins and 1.000 medals for only. Lass mich mal was gucken. No, no, no. You have to earn your coins and medals by playing. Go out there and deal with some monsters. Take these gold coins. See, you don't really have to spend real money for this. Oh, alles klar. Also, das ist ein Witz. Ich dachte schon. Close all portals. Okay, also das bleibt tatsächlich weiterhin unsere Aufgabe. Also es ist so, dass dieses erste Quest, was wir beim Start des Spiels bekommen haben, nicht nach dem ersten Level geschafft ist. Und da wird es dann interessant, wenn man dann halt die nächsten Quests freischaltet. Geht man dann wieder auf diese komplette gleiche Reise, hat aber dann andere Aufgaben? Oh. Das sind Kollegen, die Bomben auf dem Kopf hatten. Nicht nett. Also, sie bringen schon neue Monster rein. Das ist schön zu sehen. Also, ich denke wirklich, dass es ein interessanter Mix ist. Aber gleichzeitig muss ich aber auch wiederum sagen, dass es von der Steuerung her wieder so ein bisschen weniger mein. Oh, man kann die Sachen hier kaputt machen und Geld bekommen. Mein Fall ist. Weil es häufig einfach der Fall ist, dass man einfach nur blind wegrennt und mit Hit and Run halt versucht, die Gegner so zu besiegen. Was okay ist für manche. Aber das Gameplay ist halt. Okay, den kann ich jetzt nicht aufheben. Dann würde ich mal sagen, wir trinken den. 69, oh yeah. Special Mojo Enhanced Skull that casts a powerful ray to its owner. What? Oh, also man sieht schon, man muss schon so ein bisschen aufpassen. Also es hat so ein bisschen den Bullet Hell Effekt natürlich auch gleichzeitig, was wieder gewisse Leute sehr ansprechen wird. Aber, oh hi, man muss definitiv aufpassen. Holy shit, 140 Schaden. So, ich nehme mal ganz bewusst. Oh, hi. Wen auch immer ich da gerade beschwört habe, hilf mir mal. So, gleichzeitig auch sehr interessant zu sehen, dieser Special Mojo, den wir im Inventar haben, den können wir nicht aktiv nutzen. So, wo ist der Kollege hin? Ist er schon wieder draufgegangen? Ja, scheint so. Was natürlich doof ist einerseits, aber andererseits auch vollkommen okay. Dadurch, dass wir den Balken. Ist nicht der Balken, oder? Das ist der ganz normale Experience-Balken. Wo ich mich dann frage, wo ist dieser Special Mojo-Balken? Eieiei. Der halt uns regelmäßig neue Sachen gibt. Gleichzeitig auch sehr interessant, dass man aufpassen muss, wie man diesen Spell einsetzt. Denn man kann theoretisch. Ah, jetzt kommt's wieder. Hingehen und Gegner nach vorne drücken, was natürlich nicht clever ist. So, wir haben wieder was bekommen. Sehr gut. Gleichzeitig auch immer fies, dass natürlich diese Viecher respawnen, was passend logischerweise ist zu Zombies. Aber ab und zu kann es halt passieren, dass man manchmal fast oder tatsächlich sogar tatsächlich in die Reihen rennt. So, ich würde sagen, wir konzentrieren uns mal gleich darauf. Das ist fies. Dieser Heiler-Kollegen, wenn du zu nah an die rankommst, dann machen die dich langsamer und klauen dir so HP, glaube ich. Also musst da ganz genau aufpassen. Gleichzeitig auch eine wichtige Frage. Diese Sachen geben ein HP wieder. Sollte man die liegen lassen? Kann man die liegen lassen? Weil so hat man natürlich eine Möglichkeit, halt HP wieder herzustellen.
So, das ist leider ein Spiel, wo man halt ein bisschen erstmal gespielt haben muss, um sagen zu können, hey, wie sind die anderen Charaktere, wie sind die anderen Karten, die man bekommen kann. Aber für den Anfang, denke ich, ist das ein durchaus machbarer Charakter. So, gucken wir mal ganz kurz. Nope, also die HP, Bälle, Bubbles, was auch immer, die despawnen nach einer Weile. Also ist nicht so, dass man sich das einfach lagern kann. So, müssen wir gleich mal gucken, was sich dort hinter verbirgt, aber erstmal den hier platt machen. Open a black hole in your enemy. Okay, in your enemy. Ja, so eine Sache, wenn man wirklich nicht aufpasst und nicht Möglichkeiten hat, sich zu regenerieren, so wie ich halt gerade dank hier dem Amulett, dann kann man schnell draufgehen. 4 Treffer von diesen komischen Zauberern, die ebenfalls Feuerbälle verballern können. Und dann war's das für dich. An enhanced skull that casts a powerful ray to its owner. Wann? Denn es ist, wie gesagt, kein Skill, den man nutzen kann. So kann ich den jetzt. Oh! Man legt den so ab und. Ach so, und dann ist das so eine Art. Oh, interessant. Man soll den nicht aufheben. Man soll den hinterherziehen. So, lass mal was testen. Nee, das macht so keinen Schaden. Dann weiß ich nicht, was der Witz ist. Meine, das Schöne war, ich habe zwar Schaden genommen, aber habe ich alles sehr schnell wiederhergestellt. So, mal ganz kurz um die. Natürlich fies, dass es jetzt 2 Heiler hintereinander sind. Haha, das bringt es überhaupt nicht. So, Special Mojo, heals yourself when you or your allies kill 50 enemies. Gar nicht mal uncool. Vor allem not equipped. Ah. Also, lass mal testen. Ich leg mal den ab. Ja, und dann wird der angelegt. Ich nehme mal den mit ganz bewusst und leg den so mit an. Ja, machen wir das mal so. So, die Frage ist, ja, das Ding folgt mir, egal wie langsam oder schnell ich bin. Weil ich am Anfang sah es aus, als müsste ich halt schön langsam bleiben. Und da wurde ein schwarzes Loch erstellt, das die Kollegen festhält. Ooh. Das ist wiederum eine coole Sache. Ja, der folgt einem dauerhaft jetzt scheinbar. Und damit haben wir jetzt halt ein Mojo an unserer Seite, das ich nicht mal auswählen muss. Cool. Sollen wir schön aufpassen, diese ganzen Sachen hier einzusammeln. Und ich denke, jedes Mal, wenn ich einen besiege, erzeugt sich wirklich ein schwarzes Loch, das andere festhält. Das ist cool. Also ich denke, wir haben hier schon so ein paar ganz coole Sachen gefunden. Gerade halt, das Amulett hilft einen sehr. Ein schönes Anfänger-Ding, weil es ein bisschen Schaden plus gibt und halt diese plus 10 HP pro Kill. Was immerhin mal gute 20 HP sind. Muss ich mal eine Sache gucken. Und zwar. At your cursor, okay. Ich war mir immer nicht so sicher, wie das mit der Bombe funktioniert, aber ich habe es scheinbar einfach nur falsch gemacht, ja. Ich hatte nur das Gefühl, dass immer eine gewisse Distanz zurückliegt. Oh, interessant. Der Schaden ist nicht zu verachten. Oh oh. Ja, HP is low. Avoid taking damage or you will die. Heal yourself by killing enemies. Killing enemies and grabbing health orbs. If you have health potion in your inventory, this is a good time to use it. Ja, stimmt. So, wir sehen auch hier gleichzeitig sehr schön, dass da ein Counter dabei ist, der einen anzeigt, wie viele Kills man hat, beziehungsweise wie viel man noch braucht. Und ich sollte zu dem Portal gehen. Wo wir dann auch wieder aufpassen dürfen, denn Portal bedeutet meistens immer ein Bossgegner. Ja. Oder halt größere, stärkere Gegner. Oh oh. Okay, also die darf man nicht unterschätzen. Vor allem waren das auch schon verdammt viele Gegner. Oha. Hat das nicht zum Level-Up gereicht? Das überrascht mich, denn wir waren, dachte ich, schon relativ gut dabei. You died, but you have earned enough experience to level up. Go to the main menu and become stronger. Dann bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. So, das Quest ist. Oh, interessant. Der erzählt dann halt eine weitere Sache. Ich dachte, das sind reine Quest-Sachen. Das Anzeigen sagt, hey, Quest 1, Quest 2, Quest 3. Nee, das sind unterschiedliche Story-Elemente. Okay, you gained a new level. You can improve one of your basic stats. You can select an additional pin. Health, Damage, Speed or Attack Rate.
Nach der aktuellen Situation, nach dem ersten Mal, wo wir draufgegangen sind, würde ich fast sagen Speed, dass man schneller vor den Gegnern wegrennen kann. Und das hat es jetzt auf 7.2 erhöht und man könnte es auch zurücksetzen. Reset and reassign the stats of your character. Okay, also man kann theoretisch hingehen und wenn man merkt, dass das Ganze nicht funktioniert, dann kann das immer wieder rückgängig machen. So. Explore the world to unlock additional pins. Also da kann ich noch nichts machen. Und hier bräuchte ich erst Level 10. Also das ist noch uninteressant für uns. Aber ich weiß halt noch nicht, für was ich diese Medaillen nutze. Vermutlich für diese Masken. Ja, einfach nur für Masken. Aber auch hier sieht man nicht, alle kann ich freischalten. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal hin, noch einen zweiten Spieldurchlauf. Auch hier bräuchte ich Medaillen und da bräuchte ich einige. Oh, interessant. Wir starten in einer anderen Welt oder ein bisschen anderen Reihenfolge. Sieht zwar immer noch Cemetery und was auch immer das da sein soll, aber halt mehr Special Events als sonst und oh, man kann auch hin. Gute Frage ist wirklich, ob das da hinten schon das Ende des Spiels wäre. Gut möglich. So, Aufgabe ist wieder Close All Portals. Ich will aber mal gucken, was man hier jetzt im zweiten Spieldurchlauf anders hinbekommen kann. Oh boy. Oh ja, also hier kommen gefühlt schon so ein paar mehr Gegner auf einen zu. Aber ich hoffe mal, dass das gewisse Speed-Upgrade, das wir uns hier geholt haben, ein bisschen uns aushilft. Ich gehe logischerweise gleich zum Portal hin. Warum auch? Wow, und hier sieht man, die sind mehr oder weniger hinter einem respawned. So, mal schön aufpassen. Oh. Naja, Drecksack mit... Oh, ho, ho, ho. Da hat man gesehen, da war es keine clevere Idee, hinzugehen und... Hier haben wir einen Vant bekommen. Sehr schön. Keine clevere Idee, diesen Fireball einzusetzen, weil der mehr oder weniger auf ihn zugeflogen ist. So, Golden Pin. Use the scroll to unlock a new pin. Okay. Und da will ich ja nachher auch nochmal gucken, was sich dahinter jetzt verbirgt. So, wir haben einen neuen Vant bekommen und damit können wir so Laserbeams verballern. Peng, peng, peng. Der gefällt mir sogar relativ gut, einfach weil er durch Sachen durchschießen kann. Aber auch hier leider wieder zeitlich begrenzt. Also, ich weiß noch nicht so richtig hundertprozentig, was ich davon halten soll. Ich persönlich hätte es besser gefunden, wenn man sagt, man behält die dauerhaft und kann selber entscheiden, ob man die halt anlegen will, beziehungsweise wenn sie einem nicht gefallen, wieder ablegen. So, ich will mal ganz bewusst hingehen und mich erste Linie auf die Portale wieder konzentrieren. Einfach um zu gucken, wie groß der Unterschied ist. Das ist halt einer der Witz oder der großen Punkte von Roguelikes, dass die Levels, die Sachen, die man bekommt, immer etwas anders sind. Und sagen wir mal, zumindest das Layout sieht in der Tat ein bisschen anders aus. Gleichzeitig merke ich auch, wir haben mehr HP. Wir hatten 200 beim letzten Mal, jetzt haben wir schon 240. Wo dann wieder die Frage ist, gibt es bei Level-Ups grundsätzliche Upgrades? Oder haben hat die Maske dazu beigetragen? Könnte ich euch jetzt gar nicht sagen. Holy moly, hier sind schon wieder viele Gegner am Start. Ich muss aber gleichzeitig wieder sagen, diese Skelette sehen sehr, sehr niedlich aus. Also, sonderlich beängstigend sind die nicht. So, shoot two projectiles for a brief amount of time. Ja, okay. So, gleiche Frage, die ich ebenfalls habe. Diese Portale wäre eigentlich sehr naheliegend. Wenn man die nicht zerstört, kommen dann immer wieder neue Gegner? Oder nicht? So, gleichzeitig sieht man auch hier, man bekommt jedes Mal wieder Medaillen. Das heißt also, selbst wenn man nicht allzu gut ist, wenn man immer wieder die ersten paar Level macht und immer wieder schafft, wenigstens so ein, zwei von denen zu schließen, man kommt immer irgendwie an Medaillen. Keine Ahnung, ob das jetzt eine gute Sache ist im Endeffekt, aber zumindest kann man weitere Medaillen freischalten, um weitere Sachen zu bekommen. Also irgendwann hätte man vermutlich genug Medaillen, um dann halt weitere Karten zu bekommen und dementsprechend neue Effekte, Spells und Co. Meine Güte, hier sind so verdammt viele von euch. Hey, schöner Angriff. So, dann werde ich einfach mal gleich da unten reingehen. Noch ein House Potion, den nehme ich natürlich dankend an. Und ich glaube, die Goldmünzen sind übertragen worden.
Denn wir haben jetzt schon 299, wo wir beim letzten Mal halt 111 oder was das waren, hatten. Ja, schon nicht schlecht, dass man das Ganze behält. Also, man wird immer stärker, so wie es scheint. Nicht nur, wenn man die Level-Ups bekommt, sondern wenn man auch sein Geld behält, dass man dann halt wieder in weiteren Spielzügen nutzen könnte. Okay, wieder ein Schrein. Mal gucken, was jetzt hier die Sache ist. Someone in my shrine, we know you, we have something for you, amulet is for you, yo. So, und es ist schon wieder dieses Amulett. Und da ist wieder so die Frage. Ich kann jetzt nochmal reden, ne? Okay. Damit haben wir jetzt schon wieder das Ding bekommen. Ich meine, mich stört es nicht unbedingt. Einfach weil es ein gutes Amulett ist, aber. Wo muss ich. Oh, habe ich schon alles hier zugemacht? Okay. Ist natürlich aber trotzdem doof. Einfach weil man halt dann doch sich wünscht, dass man. Wie kommt man hier weg? Dass man mehr Alternativen bekommt. Aber vielleicht ist es auch wirklich einfach Glück gewesen, dass ich das zweimal hintereinander bekommen habe. So, die nächste Frage ist wirklich, ich glaube, dass wir gerade von den größeren Münzen, diese rot-große Münze, dass die einem 10 gibt. Denn wir waren bei 300, haben diese große aufgesammelt und waren dann bei 310. Und diese Magier sind ganz, oder die Heiler sind ganz, ganz fiese Dreckskinder. So, wir haben 2 HP Potions, das ist zwar nett, aber auch gleichzeitig so eine Sache, die hätte man anders nutzen können. Und ja, da kommt dann auch die Sache, die ich meinte damit. Dementsprechend, ich nutze einfach mal die erste Sache. Ja, das kann ich schon wieder nicht aufsammeln, Gott verdammt. Also gehen wir mal kurz hin, schnetzeln ein bisschen. Ich hoffe mal, dass die Gegenstände einfach liegen bleiben, anders als diese HP-Orbs. So, damit haben wir noch. Kann ich sehen? Ah ja, da. Da sieht man, wie lange das Ganze noch hält. Gut, das ist abgelaufen. Dann werden wir gleich mal gucken. Oh, hier schon wieder. Was wir da als Alternativ-Mojo bekommen haben. Denn das konnten wir nicht so aufheben. Da ist es. A special Mojo open. 10 chests granting new inventory slot. Oh. Das ist natürlich cool. Hier sind nochmal 2 Tränke. Das Gute ist, hoffe ich jetzt einfach mal, dass die liegen bleiben. Solange ich hier in dieser Welt bin. Weil wenn ich dann halt es tatsächlich, obwohl ich werde vermutlich nicht schaffen, in dieser Welt 10 von denen zu bekommen. Was ein bisschen schade ist. Weil dann hätte ich halt den 4. bekommen können. Den 4. Inventarslot und hätte einen von denen wieder mitnehmen können. Na gut, wir haben im Endeffekt die Möglichkeit, uns konstant zu heilen. Wir kriegen diese Orbs. Ja, Orbs für Health Orbs. Ha. Und natürlich den Health Potion selbst. Als hätte ich darauf achten sollen, verdammt. So. Ist überraschend, wie viele Projektile man da in der kurzen Zeit verballert. Und 2 Kilometer läuft, okay. Ja. Also man bekommt so gewisse Informationen über die Kollegen, die einem die Kräfte geben. Close all portals. Und da hat mir eingefallen, dass ich dieses eine Event-Ding komplett ignoriert habe. Da, wenn wir das Ganze überlegen, werde ich mir das Ganze noch angucken. Aber allzu viel werde ich ja nicht machen. Oh, wir haben wieder mal eine Rolle bekommen. Ei, 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 ei. Finger weg von mir. So, da kommen jetzt wieder diese Drecksäcke, die halt explodieren können. Oh, schon wieder eine neue Sache. Oh. Also, so hundertprozentig sicher bin ich noch nicht, dass. Ob diese Sache halt wirklich funktioniert. Mit diesem Fireboy, denn ich habe dem das Ganze ins Gesicht gedrückt gehabt. Zumindest dachte ich das. Und der ist dann auf einmal auf einen zugeflogen. Wupp. Was war das für ein Geräusch? So, gleichzeitig muss ich eine weitere Sache gleich nochmal testen, denn ich hatte die rechte Maustaste, denke ich, gerade länger gedrückt gehabt. Und der Spell wurde nicht sofort geschossen. Doch. Doch, doch. Es wirkte nur so, weil er die Animation macht. Also ich denke, es ist ein interessantes Spiel, aber ich denke, man muss so gewisse Elemente wirklich mögen. Ich meine, grundsätzlich ist klar,
Man muss damit leben, dass die Roguelikes, dass man gewisse Sachen immer und immer wieder spielt, dass man neue Sachen freischaltet, über die Zeit besser wird. Ich meine, es ist ja bei The Binding of Isaac nicht unbedingt anders. Jedes Mal, wenn man irgendwelche Bosse besiegt, kann man weitere freischalten oder neue Items. Und die können dann einen in der Zukunft weiterhelfen. Ich denke, das komplette Setting ist sehr cool. Aber die Frage kommt gleichzeitig auch wieder, ob das Setting, was es noch zu bieten hat. Denn wenn man wirklich halt nur gegen Skelette kämpft, immer nur halt auf irgendwelchen Friedhöfen herumläuft, ich könnte mir vorstellen, dass das sehr schnell sehr uninteressant werden könnte. So, hier oben ist nichts mehr. Hier, irgendwas macht hier komische Cartoon-Geräusche und ich weiß nicht, was es ist. So, wenn hier unten eh schon noch Portal ist, dann machen wir das logischerweise als erstes. Das war ein ziemlich blinder... Ja, also das ist ein Problem. Ich weiß nicht, was man gegen diese Dings machen soll. Gegen die Explosionsskelette, wenn die erstmal zu nah dran sind. Ach so, wegrollen. Ja, das wäre eine gute Idee. Die Rolle nutzen, um von den Distanz aufzubauen und dann umnieten. Ja, also Frage beantwortet. Man muss sich nur ein bisschen cleverer anstellen. Das Problem ist einfach nur, man nutzt diese Rolle so überhaupt nicht. Gibt eigentlich wirklich keinen Grund, außer jetzt halt diesen Punkt hier. Und das ist der allererste. So, weitere Medaille bekommen. Erstmal. Interessant, ich habe auf die gezielt, aber der Fireball ist komplett an denen vorbeigeflogen. Und das ist wieder so ein bisschen die Sache. Man sieht zwar immer den... Okay, der will nicht. Oh, was hatte der denn? Commander MP Box. Mhm. The Sense. Ne, Size, ne? Das ist ja die Sense. Was his favorite weapon. It reminded him of the Reaper that was going to take everyone to his land. Plus 0.1 Speed und Blockchance plus 5%. This Voodoo belongs to a supporter of the game. Ah, alles klar. Okay, das haben wir zugemacht. Weiß ich glaube, wir haben bisher auch noch keine Portale hier gefunden. So, weil hier den Punkt, den ich noch ansprechen wollte, ist die Sache mit dem Feuerball. Und zwar, ich weiß wirklich nicht, wie es ist. Denn wir sehen zwar den grünen Anzeiger, aber wir haben auch noch den weißen. Und der weiße und der grüne sind nicht immer auf dem gleichen Fleck. Wie man sieht zum Beispiel, der Schuss ist hier hingegangen, obwohl ich hier hingezielt habe. Also, er ist nicht hundertprozentig genau, das muss man einfach wissen. Aber einfach so eine Sache, die man erstmal wissen muss. Gerade wenn man sagt, hey, guck mal, er zieht immer dahin, wo man halt... Oder er schießt immer dahin, wo man hinzieht, so rum. Und das ist eigentlich nicht wirklich unbedingt der Fall. My favorite adventurer is here. I'm so happy to see you. You had a difficult travel, so let me reward you with something useful. When my voice is choked with death, my heart will continue to speak. Ja, okay. Ich weiß noch nicht so richtig, warum man das ablehnen sollte. This powerful mojo will allow you to resurrect once. Ja, das ist eh Schrott. Ich denke, Blockchance hat zwar vielleicht so seine Vor- und Nachteile. Oh, hi. Aber gerade ganz speziell wegen dem Video, das ich jetzt hier gerade mache, ist vielleicht gar nicht mal uncool, wenn ich sage, hey, ich könnte noch einmal überleben und ein bisschen mehr zeigen. Denn die Idee ist, ich will jetzt noch diese beiden Special Events zeigen nach dem Level. Bedeutet, ich will das Level überleben. Und die Welt Nummer 3. Oh, hey, wir haben wieder was bekommen, also gehe ich hin und beschwöre wieder den Hanswurst. Oh, interessant, der zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Das ist natürlich eine sehr coole Sache. Gut gemacht, Freund. So, die Frage ist, wie lange bleibt er am Leben? Hat er auch eine gewisse Anzahl an HP? Weil das wäre dann cool, wenn man es hervorgehoben hätte. Ah, jetzt ist er, glaube ich, gerade weg. Also ich gehe mal wirklich davon aus, dass der entweder auf Zeit oder auf HP wirklich am Start ist. Nope. Muss man sich immer merken, weil man gewöhnt sich halt so an gewisse Tasten und Leertaste gehört schlichtweg nicht dazu. So doof das klingt. Oh boy. Ja, wie man sieht, man hat ihm das Ding volle Kanne ins Gesicht gedrückt und der wurde damit zu leicht nach vorne katapultiert. Was natürlich auch unfein ist.
Oh boy. Diese Bomben, also allgemein, die Gegner sind sehr, sehr stark. Und da frage ich mich auch gleichzeitig wieder, wie das in der Zukunft aussieht. Wie viel Zukunft da eh noch auf einen zukommt, wenn tatsächlich nach der fünften Welt bereits Feierabend ist. Stelle ich mir wirklich vor, dass das halt alles sehr schnell sehr schwer wird. Beziehungsweise die Gegner einfach mehr Schaden austeilen. So, da unten, also ich bleib mal davon. Nee, hier müssen wir nicht bleiben, okay? So, du Dreckskind. Hörst du damit auf? Dankeschön. Okay, dann gucken wir mal. Wo müssen wir hin? Einfach weiter nach unten scheinbar. Schon wieder dieses eine Geräusch, was ich nicht weiß, was es ist. Oh, wei, hei. Ja, also mittlerweile stelle ich mich schon ein bisschen besser an. Aber auch noch dieses einmal wiederbeleben, was interessant ist. Das ist plus 1. Heißt, ich gehe mal davon aus, dass es tatsächlich sogar Möglichkeiten gibt, noch mehr zu bekommen. Weil das würde das Spiel dann schon wieder interessant machen, muss ich ehrlich zugeben. Und sagen kann, hey, hast du einen guten Spieldurchlauf gefunden. Ich belebe mich einfach mal wieder. Obwohl man natürlich auch gleichzeitig wieder zugeben muss. Ist ein bisschen gegen die Spielidee. Okay, jetzt würde ich ganz gerne zum Ausgang kommen. Nehme logischerweise, okay, nichts mit, aber ich muss diese zerstören. Okay, das waren wieder interessanterweise nur 783. Ich hätte gedacht, dass ich mehr Schaden versucht habe oder allgemein mehr geschossen hätte als im Vorgänger-Level. A voodoo special cast with alcohol in your veins can have terrible consequences, as I have learned. Okay, gehen wir mal kurz zurück. Interessant ist, diese Events sind trotzdem weiterhin vorhanden. Was ein bisschen dämlich ist, muss ich echt zugeben. Hallo Summoner. Okay, der sagt dann hier wieder. Macht genau das Gleiche. Wäre es ganz cool gewesen, wenn die vielleicht ein bisschen mehr zufällig gewesen wären. Okay, wieder jemand, der Sachen verkauft. Aber diesmal halt nicht in dem Level selbst. Relic with Magical Properties. 2 Crit und 0,5 extra Schaden. So, warum sollte ich. Vans last longer? Mysterious Relic with Magic Properties und Mauro found the truth in the code. Okay, wieder ein Supporter plus 0,2 Attack. Das ist nicht unbedingt umwerfend. Select your wants. Ne, also da will ich eigentlich gerade nichts diesbezüglich. Wir haben auch erst eine Kiste. Also wenn man vermutlich ein bisschen mehr sich darauf konzentriert, Sachen zu erforschen, dann würde man vermutlich diese Sache auch besser füllen. Okay, der sagt das grundsätzlich immer. Okay, dann gehen wir hin. Gucken wir uns Level 3 noch an. Oh, Boss-Level. Oh, hi. Das Level sieht dann doch ein bisschen anders aus schon wieder. Alles ein bisschen enger. So, refill your wand. Awesome. Hm, nicht wirklich. Gerade weil die meisten Wands nicht sonderlich interessant sind. Oh, hi, Mandingo. Ich bin mal so frei und rufe meinen Helferlein. So, wir sehen auch schon, der Kollege hat ein bisschen mehr HP. Und man muss vor allem auch aufpassen, wo seine verdammten Feuerattacken hinspringen. Nicht nur, wo sie hingeschossen werden, sondern wo sie davon wo auch dann abprallen. Das ist eine relativ fiese Sache. Interessanterweise, die Zeit ist nicht levelabhängig, sondern insgesamt. Ah. Ja, Problem ist leider, ich kann jetzt nicht den Balken nochmal auffüllen, weitere Candies zu bekommen. Oh, interessant. Ich dachte, der Splash-Damage würde mich treffen, aber das war, oh, genau noch passend. So, oh, never mind, hi. Nehme ich natürlich beides dankend an. Ruf mal wieder den Kollegen um Aufmerksamkeit. Okay. Also es ist wirklich scheinbar auch HP-abhängig. Ansonsten, der Kollege hält echt verdammt viel aus. Wo ich mich dann schon wieder frage, ist das so eine Sache, die man eventuell nicht mit dem ersten Durchlauf schaffen soll? Oder was sagt, hey, man soll eine gewisse Stärke erreichen, obwohl der Gegner insgesamt halt von den
von den Skills, die er einsetzt, von der Routine her, nicht sonderlich umwerfend ist. Und gerade wenn man halt Dodge auch noch hat, gerade wenn er halt alles in eine Richtung schießt, das ist durchaus machbar. Ey! Ich heile mich mal doch nochmal ganz kurz. Denn ich würde den ganz gerne besiegen, das wäre ganz angenehm. Und wenn wir den dann geschafft haben, will ich das nächste Level mir noch kurz angucken. Und eine weitere... Zwei weitere Fragen beantworten. Ah, logischerweise, wie sieht das nächste Level aus? Und yay, nice. Okay, Münzen respawnen hier aus dem Nichts. Wo es wiederum ganz cool wäre, wenn man das Ganze halt einfach auf sich zufliegen sehen würde. Ja, also ein bisschen nüchtern als Belohnung, muss man schon ehrlich zugeben. Aber immerhin haben wir den ersten Boss besiegt. Okay, Travel here. Und zwar Bayou Swamp, aha. So, gucken wir uns das ganz kurz an. Aber dann werden wir hingehen und dieses Level ganz bewusst abbrechen. Denn ich möchte wissen, ob man theoretisch aus diesem Spiel ohne Probleme rausgehen kann und später wieder reingehen kann. So, neue Gegner. Und das ist sehr erfreulich zu sehen. Auch wenn wir hier gleichzeitig schon wieder Gegner haben, die... doch relativ flott auf den Beinen sind. Also das ist schon leicht ungewohnt. Aber auch gut zu sehen. Denn den meisten Gegnern, mit Ausnahme vielleicht von diesen Bombenkollegen, konnte man relativ simpel entkommen. Und die hingegen, die haben dank ihrer Drehung sehr viele Möglichkeiten, an uns ranzukommen. Okay, und noch Buff. Ja, Aufgabe bleibt die gleiche. Ich denke, es geht in Ordnung, einfach weil die Aufgabe simpel insgesamt ist. Aber man muss sich ja trotzdem bewusst sein, dass man, während man diesen einen Kollegen hat, immer und immer wieder das Gleiche als Aufgabe bekommt. Okay, ich will mal ganz bewusst hingehen, Quit to Menu machen. Need your help, are you sure you want to quit? Okay, wir könnten jetzt sagen Continue. Oder halt einfach wieder Play. Und ich bin mal ganz kurz so frei, sage jetzt ganz bewusst Play. Um zu sehen, wir haben Level abbekommen, können also wieder hingehen und... Wir müssen eigentlich gar nicht auf Speed gehen, wir gehen auf Damage. Wow, und das ist ein größerer Sprung, bei weitem größerer. Und wir haben weitere Pins freigeschalten. Goat Find Increased. Meine Frage ist, wie viele davon könnte ich jetzt mitnehmen? Denn wir hatten eigentlich noch eine zweite. Wo ist denn die hin? Ah, hier genau daneben, ich Blindkopf. Man kann aber nur begrenzt auswählen. Und man kann gewisse Sachen sogar upgraden. Gegen Geld scheinbar. Aha. Blockchance plus 5 und ich gehe mal davon aus, dass man das einfach so erhöhen kann. Okay. Ich würde sagen, das war's von meinem Ersteindruck. Ich finde es eigentlich ein sehr cooles Spiel. Aber ich müsste aber auch gleichzeitig wieder zugeben, ich wüsste nicht, ob ich allzu viel mehr davon spielen würde. Ich würde vermutlich das allererste durchspielen, aber ich wüsste nicht, warum ich hingehen sollte und die anderen Quests machen sollte oder versuchen sollte, alle Loas freizuschalten. Denn wenn das Spiel halt dann doch irgendwie immer und immer wieder das gleiche ist, was wir zumindest jetzt nach diesen ersten beiden Versuchen so ein bisschen als Eindruck gewonnen haben, dann könnte das zu wenig sein. Aber vielleicht täuscht das. Vielleicht sind die anderen Quests so anders, dass es sich tatsächlich lohnt, auch diese zu spielen. Gut, das war's von Full Mojo Rampage. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verabschiede mich und bis dann.